Kultur in Zeiten von Corona ist ja auch so ein Thema. Ne? Was macht eigentlich ein Schauspieler, der gerade nicht schauspielern kann? Online-Theater zum Beispiel, wie Schauspieler Christian Simon und Regieassistentin Anne Decker. Ist nicht da. Doch, sind sie. Ah, okay. Denn das Hessische Landestheater Marburg, wo die beiden sonst arbeiten, ist gerade dicht. Moin. Hallo. Was machst du überhaupt? Ja, wir arbeiten gerade an einem Online-Tagebuch. Und dort nehmen wir quasi alle 2-3 Tage ein Video auf, das das Leben von dem Schauspieler Christian zeigt, der sich kurz vor der Quarantäne unsterblich verliebt hat in eine Frau, die leider in Tschechien wohnt und dorthin ganz schnell zurück musste. Jetzt versucht er irgendwie einen Weg zu finden, sie wiederzusehen, zu ihr zu kommen. Jetzt darf Christian der Schauspieler also den Schauspieler Christian spielen. Und das zu Hause, auf Video, mit Bordmitteln sozusagen. Ich bereite jetzt die Aufnahme vor, also die Sprachaufnahme. Jedes Geräusch, der Kühlschrank oder ein Auto, was vorbeifährt, ist dann halt mit auf der Aufnahme. Und unter der Decke wird es ein bisschen weniger. Es wird nicht komplett weg sein, aber ein bisschen weniger ist es. Und ich habe zumindest ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Also sieht bekloppt aus, ne? Ja, sieht richtig bekloppt aus. Deswegen bin ich auch immer alleine in diesem Zimmer, wenn ich das mache. Liebes Tagebuch. Heute Morgen bin ich aufgewacht und hatte sofort Langeweile. Wie lange soll ich jetzt hier in meiner Marburger Wohnung bleiben und nichts tun? Es gibt einfach so viele Leute, die wirklich auch kreative Lösungen haben. Und wir nehmen halt eine Lösung, wo man Videos dreht und eine Geschichte dazu spinnt. Die einen schauspielern im Internet, die anderen malen Bilder. Im Elisabeth-Gymnasium in Marburg werden Kinder in einer Notgruppe betreut und die nutzen die Zeit kreativ. Ich male ein Bild für die Leute in Altenheim. Da gibt es eine Aktion bei uns und da schenken wir den Leuten Bilder, damit sie sich freuen können. Ach cool, super. Kurze Hygienepause. Dann geht es weiter in den Landkreis nach Frohnhausen-Sichertshausen. Hier dreht sich alles um Patienten, die sich keine Sorgen um das Coronavirus machen. Eher darüber, wann es die nächste Mahlzeit gibt. Noch nicht gesehen? Wen haben Sie denn dabei? Tilly und Scotty, einmal zum Impfen. Die sind 12 Wochen alt. Ach, Katzen. Hier, klar, Nacktkatzen sind das. Nacktkatzen. Ohne Fell und ohne Wartezeit. Sie sind nämlich die einzigen Patienten. Das heißt, bei Ihnen ist im Moment aber tatsächlich tote Hose. Tote Hose, tatsächlich. Ich habe alles an nicht notwendigen OPs abgesagt. Ja. Einfach auch für die Besitzer und für die Tiere. Und ja, nur wenn wirklich Notfall kommt. Tiere und Corona, ist das überhaupt ein Thema? Ich denke, dass wir halt Hygienemaßnahmen noch mehr beachten sollen, gerade im Umgang mit den Haustieren logischerweise. Also jetzt vielleicht nicht kuscheln und küssen und dann das Essen essen. Das ist aber ohnehin keine gute Idee. Auch wenn das Coronavirus laut derzeitigem Stand der Wissenschaft nicht von Haustieren auf Menschen übertragen wird. Machen Sie es gut. Viel Erfolg weiterhin. Danke. Auch Ihnen vielen Dank. Und nichts, tschüss, zu ihr danken. Beiden. Macht's gut. Ciao. Tschüss.